Trotzdem geht es natürlich darum, wir, wir haben jetzt gerade in dieser ganz speziellen Zeit, muss sich eine Gesellschaft ja organisieren mhm. und man muss ein paar Dinge annehmen, dass diese so gesehen werden sollten. Das macht es vielleicht gerade jetzt in dieser unsicheren Zeit. Wie ist das ganz klar mit diesem Virus? Es ist eine riesige Unsicherheit, oder? Und da bei solchen Unsicherheiten ist es natürlich auch bei allen anderen Gegebenheiten in dieser Gesellschaft ist es natürlich wichtig, dass man dann gleich eine Orientierung bekommt, oder? Also diese darf auch, diese darf auch natürlich immer kritisch angesehen werden, aber es muss eine Orientierung da sein, oder? Und äh, hast du Mühe mit solchen Orientierungen, oder kannst du damit umgehen? Meinst du mit Orientierung, also die Orientierung Vorschriften, Vorschriften des Bundes Vorschriften zum Beispiel? zum Beispiel, oder auch äh, es sind Einheitsvorschriften halt oder auch, äh, es, sind auch, äh, äh, es sind eigentlich auch Aussagen im Sinne der, äh, was man da so machen sollte. Es sind nicht, nicht nur Vorschriften, sondern es ist eine Richtung, die uns gegeben wird. Oder? Kannst du damit umgehen? Ich persönlich kann damit sehr gut umgehen. Äh, ich finde es sehr erstaunlich, dass man äh, eigentlich sich so enorm dagegen auflehnen kann. Für mich ist es nichts anderes als ein Akt der, der Nächstenliebe, Vorsicht walten zu lassen. Was mich beruhigt, und das tönt jetzt paradox, ist, dass die Wissenschaftler sagen, wir wissen es selber nicht ganz im Detail. Wir sind am Lernen, es ist ein Prozess. Dies, dieses Virus geistert jetzt ein paar Monate in der Welt umher. Und es gibt äh, Gruppierungen und Strömungen, die offensichtlich haargenau mindestens zu wissen glauben, worum es jetzt geht. Und da kommen Erklärungen, da kommen fertige Lösungen und da werden wilde das Verschwörungstheorien.